Schulmarkt. Also wir haben natürlich ein bisschen Fasnachtsmusik. Ich arbeite auch für 1:1. Ach, du arbeitest auch für 1:1. Kennst du die Frau? Bitte mach mir einen Kontakt. Setz dich mit mir in Verbindung. Ich sag dir, wann ich mit ihr telefoniert habe, die genau im Ort sei. Vielleicht kannst du das irgendwie tracken. Wo kannst die Dame irgendwie mal erreichen, weil die war wirklich der absolute Hammer. Habe ich noch nie erlebt. 10 Minuten Gespräch. Und es ging dann trotzdem nicht. Doch, aber ich habe diese Karte bekommen übrigens. Ja, und dann sagt sie am Ende noch, so. Dann habe ich gedacht, nee, was will sie jetzt noch? Kann ich noch irgendwas für sie tun? Aber nee. Den Dialekt dazu auflegen, auflegen. Ja, ja, genau. So, also, ich glaube, 18:59. Also, schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr dabei seid heute am schmutzigen Donnerstag. Gibt ja Leute, die sind jetzt schon im Koma um die Zeit, ne? Aber, genau, Flo war ja gestern schon im Koma. Koma nicht. Koma nicht, aber kurz davor. Aber so schön wie beim Servicetechniker war es nicht, ne? Das war schon hardcore, gell? Das wirst du nicht vergessen, ist schon klar. Da war ich auf Störung. Störung. So, also meine Lieben, wir kochen heute einen Tipp aus der Community, und zwar ein ostdeutsches Gericht, das nennt sich Soljanka. Kennst du das? Ja. Ich auch nicht. Du bist auch nicht nur aus dem Osten, ne? Nee. Genau. Also, ich bin eher aus drüben. Du bist eh von drüben. Also, daran liegt es wohl, aber es soll gut schmecken. Hab eigentlich nur gute Kritiken bekommen aus der ganzen... Danny ist auch da, schreibt, jetzt kann es losgehen. Jawohl, jetzt geht's los, jetzt ist der Danny dabei. Genau, er ist verantwortlich für das Gericht, also wenn es nicht schmeckt. Wenn es nicht schmeckt, wir kommen vorbei, gell? Wir kommen vorbei, dann gibt es erstmal heiße Ohren. Den Keller einheizen. Genau. Also, nee, ich glaub, das könnte werden. Also, wir müssen jetzt erstmal, also die Hauptaufgabe ist jetzt erstmal schnippeln. Wir müssen das alles zusammenschnüllen. Ne? Genau, wir müssen jetzt alles schnippeln. Also, pass auf, du fängst jetzt an hier mit der ganzen Wurst. Also, wir haben Jagdwurst, wir haben, wie nennen Sie die? Geflügelwurst. Geflügelwurst. Salami, Paprika, Essiggurken, Lecho. Hast du mal was von Lecho gehört? Warte mal, kann es nur über deine Kundennummer sehen, da wird sie jeden Kunden mit Fixen mit dir. Also alles klar, setz dich mit mir in Verbindung über Insta. Ich gebe dir meine Kundennummer und dann versuchen wir mal die Frau ins Rohr zu bekommen. Das wird bestimmt ein mega Spaß. Aber das machen wir erst nach dem Frühstück, weil die Frau erzählt so viel, da bin ich wahrscheinlich dann verhungert. Wenn ich es vor dem Frühstück mache. Oder ich einfach nebenbei sage nur, ja, ja. Genau. Also, ich war einfach mal so frei und habe damit aufgezeichnet. Ich hoffe, da hat jetzt keiner Probleme mit. Sonst verklagt mich. Aber es war so lustig. Und der Hammer war ja, ich habe ja mit der Dame noch länger gesprochen. Ja, ich habe erst nach 2 Minuten Aufnahme gedrückt, weil ich gedacht habe, das könnte lustig werden. Ja, wie soll ich die Wurst jetzt würfeln? Die Wurst, ja, einfach würfeln, ja? Frische ja. Danny. Wie groß, Danny, wie groß soll ich die Wurst würfeln? Ja, so mundgerecht, oder? Also nicht so klein. Na, jetzt mach halt mal. So, ich muss jetzt erst mal 8 Zwiebeln schneiden. Ne, also wie gesagt. 8 Zwiebeln? 8 Zwiebeln. Da hebe ich ab auf meinen Weg. 8 Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen, also es wird gesund, ne? Sagen wir es mal so. In Streifen? In Streifen? Statt in Streifen. Würfel eigentlich. Ne, denn ich schreibe Streifen. Streifen? Der Streifen. Ne, also im Rezept waren Würfel. Ich habe mir das Video angeguckt. Du machst das Würfel. Okay. Sag mal. Ja, ich hau jetzt so runter, oder? Ja. Zack, zack, zack. Und wie groß, so. Ja, ja. Also nicht zu klein, ne? Ja, ja, also wie gesagt, das war echt der. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich meine, die war ja wirklich tüchtig und alles, ja. Und wollte mir am Ende noch einen wahrscheinlich DSL-Vertrag verkaufen. Ja, wo sie gefragt hat. Ja, die wollte bei mir einziehen. Die wollte bei mir einziehen, ja, den Eindruck habe ich auch. Die hat irgendwie wenig Freunde, glaube ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es war spaßig. Ich war an dem Morgen aber total am Arsch. Ja, Danny sagt, der Topf ist ein bisschen klein. Der Topf ist ein bisschen klein, ich habe keinen größeren. Ich habe schon gedacht, dass der vielleicht. Ich habe noch einen, guck mal unter rein, ob der größer ist. Oder? Jetzt guck mal, da hinten ist schon mal einer. Ich stelle es größer von der Füllmenge. Kommt jetzt auch mit Wasser? Hä? Mit Wasser jetzt auch ja, noch. Füll den einen mit Wasser auf und füllst du den anderen rein. Hättest du auch Wasser? Nee, Wasser? Komm, das ist groß genug. Ja, ich habe noch einen anderen. Nee, ich glaube, der ist schon gut. Ach komm, ich kann das. Sag mal. So, machen wir das, oder? Das ist gut. Ich brauche eine Schüssel, wo ich die ganze Wurst schnell reinschmeißen kann. Ja, ich habe da extra Schüssel hinweg. Aha. Aber die Salami darf schon nicht mehr zutun, die muss extra sein, gell?
muss er später reinfallen. Deswegen schneide ich hier zum Schluss. So ist es. Und guck jetzt das Bumba. So. Ja, schreibt mal rein, ist bei euch auch irgendwie Karneval, Fasnacht, Fasching, wie nennt man es noch? Laufen. Ja, habt ihr auch sowas wie Fasnacht? So. Dann fangen wir an mit dem Schinkel, Speck. So, ja, die letzten zwei Tage ging ja gar nichts bei mir, habt ihr ja gemerkt, ne? Keine Aufträge. Also hier schauen wir schon gut, falls du brauchst. Morgen habe ich gerade. Nein, ich habe ja morgen. Morgen habe ich selber Gott sei Dank wieder ein bisschen was zu tun. Und nächste Woche ist auch wieder ein bisschen besser. So, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Knoblauch? Lass jetzt hier mal liegen. So, jetzt machen wir hier die 8 Zwiebeln. Ja, ja, also wie gesagt, war es sehr ruhig jetzt bei mir die letzten Tage. Bei euch war was los? Hat ihr jetzt zu tun? Genug. Wir wussten nicht wohin damit. Wir wissen nicht wohin damit. Ihr wisst nicht wohin damit. Ruf mich doch mal an. Das ist alles, was ich nicht kann. Toll, du ey. Komplett die Wurst, oder? Komplett die Wurst. Alles reinfahren. Muss mir morgen noch reichen, muss ich morgen nicht kochen. So. Geht irgendwas, muss ich ab zu meinen Dingsbunken. So, ja, wie gesagt, schreibt mal rein, gibt's heute auch so Fasnacht und so Zeugs. So, müssen wir hier. Ja, und wie gesagt, wir kochen heute Soljanka, das ist so ein typisch ostdeutsches Gericht. Kannte ich auch nicht, ne? Nee. Ja, ich auch nicht. Und ja, wir machen das jetzt öfters mal so, dass ihr einfach ein Gericht vorschlagt, das wir kochen sollen. Und ja, dann machen wir das einfach mal. Wir sind ja offen für Neues, oder? Darf halt, was darf nicht dabei sein? Pilze natürlich. Als ich mir die Pilze geholt habe, waren ein paar Menschen unterwegs. Also ja, Fasnacht ist bei uns. Wo? Jonas, woher kommst du? Hemdklonker, ja genau. Ist ja bei uns eigentlich auch, ja. Oder ist eigentlich überall, oder? Hemdklonker, ich weiß gar nicht. Woher? Eh keiner, wie das ist, die Spätenwirtschaften sind ja laut, wie der Mut oder hin und her. Ja, genau, man weiß ja gar nicht genau. Also in Villingen gilt 2G plus, ja, da musst du erstmal nur testen lassen. Du musst mal gucken, was da vorne wieder los ist. Wo? Bei der Teststation da vorne. Die Hölle los, ne? Ja. Naja, also irgendwie. Überall. Aber jetzt ist ja sobald alles vorbei, jetzt droht eh der dritte Weltkrieg und deshalb. Ja, hast du dir was abgekriegt jetzt gerade vorhin? Ja, ja, klar. Hab ich nochmal wieder ein Live-Kick? Ja, ja, klar, hab ich gesehen. Putin dreht durch, wa? Putin dreht am Rad. Der könnte auch gesperren. Tja, sperren mal weg, wa? Ja. Der Opa mit seinen Atomwaffen oder so, ne? Naja, schauen wir mal. Wo es endet, so. Also Danny, wenn wir was falsch machen, bitte sagen, ja, bitte reinschreiben gleich. Wir wissen alle, wie es endet. Wie es endet? Ja, jetzt warten wir 2 Wochen, dann gibt es keine Ukraine mehr. Gibt es keine Ukraine mehr? Die ersten haben sie schon. Ja, ja, werden wir sehen. Böse Sache. So. Nee, Friedrichshafen, Bodensee. Ah, nee, ja, das ist, da war ich auch vor ein paar Tagen. Und hatte eine unheimliche Begegnung mit einer Möwe, ne? Voll geil. Habt ihr vielleicht gesehen? Die war voll aufdringlich, gell? Unglaublich. Total zutraulich. Wenn du dir einmal was zu essen gibst. Ja, ja. Hab ich gemerkt, hab sie mir vom Arsch gebracht. Aber egal, ich bin ein sozialer Mensch, weil ich teile auch mit Tieren, ne? Sehr. Also wie gesagt, das meiste ist hier das Schnippeln sein und zum bis kocht die 20, 25 Minuten, da müsst ihr dann nicht mehr dabei sein. Dann seid ihr dann erlöst und wir machen dann später auf jeden Fall mal ein Fazit. Ja, du machst das gut. Salami extra, gell? Ja, ich mach jetzt nicht. Genau. Kennst du Lecho? Sag mal, schon mal vor. Kennst du nicht? Was? Die Paprika. Kennt ihr mal von euch Lecho? Ist für mich komplett neu. Also die Tomaten, die zwei muss ich auch noch schneiden, ja? Aber ja, schneiden.
aber erst die Salami schneiden, dann ist das gut hart. Du schaffst es. Ja, wir hatten diese Woche zwei coole Gespräche mit zwei neuen Auftraggebern eventuell. Und ich bin guter Dinge, dass jetzt wieder ein bisschen mehr geht in nächster Zeit. Nee, das kann ich nicht mehr machen. Können wir bald nicht mehr kochen. Genau, sonst kann man bald irgendwann das Essen nicht mehr leisten. Ja, deshalb der Aufruf, ja. Es ist an sich, ich muss auf die Salami gleich dazu, wenn wir das später. Ja, machen wir später oder zu dem Rezept. Der steht im Rezept drin, das machen wir jetzt so, so fertig. So, ich bin schon bei der fünften Zwiebel, was sagst du dazu? Alles ein bisschen schneller. Alles ein bisschen schneller, was? So, also ich baller es mal. Der Generaltechniker, der ist jetzt auch bei Discord, ja? Generalschreib Halle 2, kennt das Gericht, das scheint aber sowas wie ein Würstchen-Gulasch zu sein, oder? Ja, das ist so ähnlich, das ist irgendein ostdeutsches Rezept, keine Ahnung, ich kannte es auch nicht vorher. Hat uns der liebe Danny empfohlen. Und ja, da ist jetzt also alles Mögliche drin, also Speckwürfel, Jagdwurst, wie heißt der andere Wurst? Hühner, Geflügelwurst, Salami, Paprika, Gewürzgürkchen, Zwiebel ohne Ende und Lecho. Lecho, noch nie gehört, Lecho. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Was für? Wenn du schreibst, ist aus DDR-Zeiten. Ist aus DDR-Zeiten, ah, okay. Cool. Naja, wir werden sehen, wie es schmeckt. Was ich jetzt vergessen habe irgendwie, oder ich glaube, ich habe es eingepackt und irgendwo liegen lassen, und ist die Chilischote. Aber egal, ich habe so eine Chilisauce da. Also wenn irgendwas nicht scharf genug wäre, also dann ist es echt kein Problem. Genau. Was habe ich nicht gesehen? Schön anbraten. Was hast du nicht gesehen? Guck mal, so eine Zwiebel. Ja, ich sag schon, kann er reichen. Dennis, ist wirklich so. 8 Zwiebeln, oder? Bist du sicher? Oder hast du irgendwie was? Erzähl dir, kommt gute Freunde geworden. Genau. Ja, meine guten Freunde, ja. Ich habe nur einen mehr morgen, aber noch mit der Rangierung. So. Muss Konstanz. Ja, noch Konstanz. Moltkestraße, halb okay. Ich bin den ganzen Tag da, wo du mich aufgelauert hast. Ja, dann treffen wir uns mal auf die Kippe. Ich bringe Bier mit. Asi. Hä? Asi. Ich bringe Bier mit, dann trinkt man nicht Bier. Ich darf nicht während der Arbeitszeit. Ach, ich darf nicht während der Arbeitszeit. Das stell mich so an, ey. Mein Chef hat dazu. Ach, dein Chef schon. Natürlich will ich nie Bier trinken. Nein, der Flo wird nie Bier trinken im Dienst. Das ist mal echt gut. Selbstverständlich. Dennis, sind es wirklich 8 Zwiebeln, oder? Wenn du so am Pfeifen bist, habe Angst morgen ins Spielen. Wer ist am Pfeifen? Der Sven sagt, wenn du so am Pfeifen bist. Am Pfeifen? 8 ist echt ein bisschen viel. Er sagt, du sollst bei 4 belassen. Ja, jetzt habe ich schon hier auf 5, Dave, fertig. Wir sind auch so Monsterzwiebel. Ja, dann lass die 5 und gut ist, ja. Ja, 5, reicht. So, schön Abrot, gell, im Rapsöl. Stefan Habig schreibt Moin jetzt mal. Ja, Stefan, sei gegrüßt, der Music Junkie. Ist mittlerweile jetzt auch bei Discord, ne? Wir haben uns auch gesehen vor ein paar Tagen mal, ich glaube, wann war es? Am, ich weiß gar nicht, Sonntag? Ne. Irgendwann am Abend waren wir mal alle live in der Lounge bei Discord, ne? Außer ich. Außer du, ja. So. Also ich glaube, 5 Zwiebel reichen wirklich hier. Okay? Ich habe bei mehr Zwiebeln gebraucht. Okay. So. Ja, sehr gut. Also jetzt sollen wir hier ein bisschen anbraten, hier den Speck. Ja, mal Gas, also komm, trink mal einen Schub. Ey, ich habe jetzt ein neues Bier. Warsteiner Brewers oder sowas, Gold. Schmeckt irgendwie nicht schlecht, gell? Das läuft am besten Tag ab. Meine Geburtstag. An deinem Geburtstag? Ja. Als Werbe hast du auch Wurst.
Also hast du es dann eingesteckt? In der Woche. Ja, damit sie nicht runterhängt. Das kommt. Damit sie runterhängt. Ja, wenn sie runterhängt, ist halt scheiße, gell? Ich bin näher. So. Wie bin jetzt mit Anstützen wäre gut. Das steht aber irgendwie anders im Rezept. Doch, nee. Nee, das steht anders im Rezept. Dann ist das auch das ist bestimmt, ja. Ja, also, wir machen es nach Rezept. Echt? Soljanka nach Mamas Art. So. Wenn du die Tomate schnibbeln, ich hätte das so blöd geschrieben. Ja, die Tomate muss dann auch irgendwo mal reinballen. Aber wie muss ich die schneiden? Machst ganz kleine Würfel. Weil das machen wir dann mit dem Tomatenmark praktisch dann. Nur die gewürfelte Paprika. Die muss man auch würfeln. Ja, lecker. Ja, komm, gib Gas jetzt. Sonst wird das nichts. Stehen die Tomaten? So, warte mal, ich brauche mal irgendwie. Ich weiß nicht, wo der Tomaten steht. Ja, das hat Danny noch reingegeben, Tomaten. Das stehen, die stehen nicht wirklich drin. Was macht der neue Auftraggeber? Ja, ich bin dran. Ich hatte zwei super Telefonate. Heute Morgen hatte ich auch noch mal ein Telefonat. Beim Joggen hat er mir angerufen. Ging auch noch mal fast eine halbe Stunde. Und morgen bin ich übrigens bei Argus. Mache ich so eine Online-Schulung. Ach, morgen Nachmittag, ja. Da haben die sich irgendwie vertan. Die haben das falsche. Die haben Donnerstag den 25.02. reingeschrieben. Aber der 25.02. ist ja erst morgen, ne? Da dachte ich, es wäre heute, aber ist dann morgen nicht. So. Also dann schneide ich auch noch ein paar. Also muss der Speck richtig angebraten sein, so richtig durchbringen, ne? So, dann schneide ich auch ein paar Zwiebeln. Paprika. So. Ich hätte gebraten, es lieber zu machen, es sei die Tomatenwürfel. Würfel soll es sein. Ja, okay. Danny, schreibe rein, muss der Speck so richtig durchsprig sein oder nur so ein bisschen angeschwitzt? Oder? Also schon ganz schöne Schnippelerei, gell? Ja, du. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, heißt bei dem Gericht. Ja, aber eigentlich steht da, dass du es am Vortag jetzt kochen müssen. Das ja, heißt, ich weiß. Wenn du dann kochen musst, du nicht mehr heute zum Essen gekommen. So ist es, ja, du mich auch. Nee, soll er am nächsten Tag wahrscheinlich noch ein bisschen Tomaten geiler schmecken. Sowieso. Was kochst du also? Die Tomaten zerkochen, so also Speck nur kurz anbraten. Ah, nur kurz anbraten. Cool. Also, dann ballern wir jetzt mal die Wurst rein. Schinkenwurst, Jagdwurst und Geflügelwurst. So. Das sieht schon seltsam aus, gell? Ich bin doch ab und zu mal Typ, Mann. Ich kann doch keine Bilder machen. Nee, ist mir schon klar. Also, es sieht schon so gewöhnungsbedürftig aus. Ja, hab ich nichts denn so. Das wird mir einfach nicht schlimmer. So, noch nicht die Salami, alles schön anbraten. Also, mal hier braten. So. Ja, erstmal so streifen und dann so ein bisschen gewürfelt. Das ist wahrscheinlich deine Musik, ne? Das ist die. DJ Ötzi und so, ne? Ja, die neuen Lieder. Die neuen Lieder. Hast du das gerade mit deinem Spotify-Account? Was? Die Lieder ziehen. Ja, ich weiß, die Kette. Ja, Flo hat mir letztes Mal ein Programm gezeigt. Da kann man wohl seine Spotify-Tracks runterladen als MP3, ja, aber... Ich weiß nicht, ist egal. Nein, das ist schon komisch. Ich keine Ahnung, ich bin drauf so. Aber also Spotify verdient jetzt. Aber kostet trotzdem Geld, oder? Ja. Aber die Quali war scheiße, ne? Ja. So, nein, Digga, gibt so viel Gas. Ich hab nicht aufgedrückt. Kurz mal gesagt, der Worte, ja.
Also, so sieht es mittlerweile aus, ne? Naja. Also, die Optik überzeugt mich noch nicht bis jetzt. Das sieht lecker aus, Alarv aus Köln. Alarv aus, oh, direkt einer aus Köln, hey, was machst du hier im Stream? Wieso bist du in der Lage noch zu schreiben? Eben, was ist los, was schreibt Emilia? Normalerweise in Köln, ich war auch schon zweimal hintereinander, war schon mal Köln. Da geht's tierisch ab, also ich wäre nicht mehr in der Lage, um die Zeit zu schreiben, am Schmutzigen. Ja, wenn ich heute morgen richtig fassen wäre, wäre ich auch nicht mehr. Wie richtig fassen? Ja, wenn ich heute jetzt auch mit zusammen wäre, dann kann ich schon sagen. Dann hätte ich jetzt schon Verlust der Muttersprache. Wie sagt man in Köln Alarv, gell? Eine Düsseldorf hellau, gell? Irgendwie so. Ihr mögt euch ja nicht, die Düsseldorf und die Kölner, ne? Das ist so eine ewige Rivalität, ne? So wie die Russen und die Ukrainer. Was? So wie die Russen und die Ukrainer. Ne, die Russen und Ukrainer mögen sie. Bloß der Putin mag die Ukrainer nicht. Ja. Die sind doch eigentlich Brüder, ne? Ich war nicht in einem Jahr da, apropos Russland. Der ist wahrscheinlich noch bei Becherowska. Ach, Becherowska, hast du gesehen, gell? Hast du auch gesehen? Was? Du hast schon Bild geschickt, Becherowska. Ja. Hast du die gekauft? Nein. Nicht? Und war nur so, um ihn zu ärgern. Also. Ob einen dritten will. Ja, heute habe ich ihn auch gesehen. Beim Rama. So, jetzt machen wir Salami rein, oder? Was meint ihr? Na, kommt schlimmer, kann es nicht werden, oder? Ja. Ja? Krass, ey, Alter. Wenn ich könnte mit dem Topf etwas weg, dann müssen wir noch auf zwei Töpfe gehen. Ja, also schauen wir halt nach einem zweiten Topf. So, jetzt werde ich gleich die Zwiebel reingeben, glaube ich. Vom Timing her, vom Rezept. Der Svenne. Svenne, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Dreimal Düsseldorf, Hello, Frank, Hello, Düsseldorf, Tuttlingen, Hello. Hello, Hello. Ja, in Tuttlingen gibt es leider keinen so einen Weihnachtsgruß oder so, weil Tuttlingen ist ja eigentlich nicht. Jetzt schreibt Danny, ihr habt das alles ganz schön groß geschnitten. Also haben wir wieder groß geschnitten, super. Wir wollen ja länger von der Wasch haben, ne? Ja, du, wir wollen ja jetzt echt. Zu spät. Ich mach die Wurst halt immer nicht aufgestellt. Okay, ey, komm, das ist ja wurscht, oder? So, die Zwiebeln mit in den Topf geben. So, jetzt kommen die Zwiebeln und die müssen dann glasig werden. Boah, Alter, guck mal. Oh Mann. Danny, wie schmeckt die? Hier haben wir echt Ärger. Ja, wie gesagt, wenn es geschmeckt, fahren wir uns hier hoch. Ja, dann machst du es uns nochmal. Den Keller schon mal die Muskeln anschmeißen. Genau. Und jetzt sollen die Zwiebeln da drin glasig werden. Ich weiß gar nicht wie. Ja, kannst du das vorstellen? Also so sieht es jetzt aus. Ne? Also ich würde mal sagen, deutlicher Zwiebelüberschuss im Topf. So, jetzt kommt die Knoblauch auch da rein. Oder mal kommt ein Knoblauch rein. Ah, guck mal, weiter mal ein bisschen Zwiebeln glasig. Falls es ansetzen sollte, ein wenig Wasser dazugeben. So, die Gürtchen muss ich auch noch schneiden, ja, Digga? Ja. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen Wasser reinmachen, weil es setzt ein bisschen an, oder? Und vom Gurkenwasser brauchen wir auch noch was. Jetzt bin ich auch mit den Ohren dabei, muss eben eine laufen. Danny, da kocht. Ich die Solake für euch und danach Party. So. Jetzt habe ich. Wir brauchen nachher noch Gürkchenwasser, gell? Das müssen wir auch noch rein. Wie viele Gurken? Wir brauchen nachher. Also, wir machen noch doppelte. Also, wir brauchen jetzt 10 Stück mit Gurkenwasser. Ja, ob hier drin die Zwiebeln jemals grasig werden, ist ein Topf, ist ein Deckel drauf, oder? Ne? Naja, der Kebab ist schon nicht weit. Vielleicht der Mero. Wer? Mero, der Kollege. Der Melo? Ja. Ist auch dabei?
Nein, ich meine, wir rufen ihn an, den Schlagzeug. Also, genau, Melo soll Kebab bringen. Ich will dir gerade nur einen Streifen schneiden. Ne? Einen Streifen schneiden? Ja, der einfach nur so runter drückt. Ne? Nee, ich glaube nicht. Guck mal, der steht. Da steht er. Dann die kleinen geschnittenen Gurken. Etwas Gurken, was und sämtliche Würze. Ja, ich kann schon in der Mitte nochmal schneiden. Also halt wie an einem oder so runterschneiden, ne? Ja, ja, genau. Also ich glaube, es wird echt knapp im Topf. Sonst muss man echt auf zwei Töpfe gehen. Obwohl, so viel ist es gar nicht mehr. Guck mal. So viel ist es gar nicht. Das passt schon. Ah, die Dings muss ja auch noch rein. Die muss auch noch rein, ne? Die Pumpe, das Leccio, Leccio. Das klingt so italienisch. Aber in Italien habe ich es noch nie gesehen. So. Krass, wie das aussieht. So sieht es aus. Ja, also, ich würde mal sagen, für den Wessi auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, oder? Was sagst du? Ja. Hast du was schon mal gesehen? Nee. Also ich schätze mal, der Hintergedanke im Osten war, wir ballern alles in den Topf, ja, damals, wo die Zeiten vielleicht noch nicht so gut waren, könnt ihr mir vorstellen. Und machen einfach was Leckeres draus. Ne? Könnt ihr mir vorstellen. Schreib rein, wenn es nicht so ist. Teil es lieber auf zwei Köpfe. Das ist ja ein richtiges Männerkochen. Alles rein und rühren ganz nach meinem. Ah! Ja. Oh shit. Ja, wir zahlen auf zwei Köpfe und schreibt den nicht auf. Hast du den reingeschmissen? Ja, klar. Und sparen. So. Du den Döner holen. Sei es nicht, fick ich du. So, aber komm jetzt, das muss jetzt da reinpassen irgendwie. Wenn ich warte, dann lässt mich besser. Das muss jetzt da reinpassen. Ja, wir machen nur einen Topf. Das, guck mal, das muss auch noch rein. Ja, das geht zerkocht. Käme da aus. So, jetzt müssen die Zwiebeln glasig werden, aber wie sollen die glasig werden da oben an der Oberfläche? Naja, jetzt hoffen wir das Beste. Trink mal einen Schluck zur Abwechslung. Lambada, kennst du es? So. Ich glaube, so viel hat der Schneidebrett nie schneiden müssen wie jetzt, ne? Hä? Nee, das hast du extra noch ein Schneidebrett gekriegt, gell? Hast du gemerkt? Nicht mehr das Kleine. Ja, aber. Hä? Hast du dir aber den Haarspray ausgeliehen? Nee, nee, das ist mein eigenes. Habe ich noch entdeckt vor kurzem. So, warte mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert. Genau, Gurkenwasser haben wir noch, aber ich glaube da nicht so viel, oder? Nur einen Schluck oder so wahrscheinlich nachher. Ah ja, genau, ich wollte ein Foto machen. Ups. So. Ein Foto von meinem ersten Soljanka. Danny schreibt deswegen am Anfang die Zwiebeln durchbraten. Ja super, wieso schreiben die das da nicht rein, das Rezept? Wird eh durchgegart. Also nachher, wenn die ganze Flüssigkeit drin ist, oder? Dann wird es wahrscheinlich eh alles ein bisschen anders aussehen, schätze ich mal. Krass, echt, gell? Hast du was zu schon gesehen? Ja? Wahnsinn. So, jetzt müssen wir warten, bis die Zwiebeln glasig sind. Weil so weiter was in meinen Augen bald glasig, auch nur die Zwiebeln. Ich wollte sagen, das brennt so lange. Also Senf machen wir auch rein, Teddy. Sehr schön, jawohl. Hier kann schon mal von das auch rein. Vor einem Bier. Warum halt kein Glühwein? Ja, ich weiß nicht, das Bier schmeckt noch richtig gut. Ja, einfach ca. 20 Minuten köcheln lassen. Jetzt 20 Minuten köcheln lassen? Nachher. Nachher. Ja, ja, das machen wir dann nachher auf jeden Fall. So, aber die Zwiebel müssen nicht glasig sein, oder? Ja, die werden so langsam glasig, gell? Ja, nachher schon. Jetzt überleg mal, es kocht nachher noch 20 Minuten drin. Locker, locker, locker. So, also, was machen wir jetzt? Also, sagen wir kurz, Zwiebeltopfer, feiern ein wenig Wasser. Nun die gewürfelte Paprika, das Tomatenmark und den zerdrückten Knoblauch. So, also Vollgas, eine ganze Tube. Okay. So, 150 Gramm. Oder auch mehr. Oder, ja, wir machen ja doppelte Menge, was sind das?
Zwarikon. Ja, ich habe auch noch was. Ich habe auch noch. Ich habe auch noch. Das kannst du rausballern. Sehr gut. Hei, hei, das ist eine Pampe, hey. Unglaublich, gell? Ich bin ja echt mal gespannt, Alter, wie das schmeckt. Raus, alles raus. Ja, wir machen noch ein bisschen rein, wa? Ja. Genau, du machst es gut. Deine rechte Kitu, ich meine, die machst du auch noch. Die machst du auch noch rein. Die ist ja weg. Also ich mach jetzt hier noch ein bisschen rein. So. Also, machst du das auch noch rein? Ja. Also ich glaube, dann haben wir genug Tomatenmark, oder? Also, Brühwürfel habe ich jetzt auch keine gekauft. Ne? Das stand ja irgendwie drin, dass wir nur Suppenwürfel brauchen. Nee, aber ich hätte noch zur Not Gemüsebrühe. Ja, eben. So, also. Boah, scheiße, jetzt wird's voll. Boah, kacke, jetzt wird's, oh, jetzt wird's echt voll. Vergiss es, dann brauchen wir zwei Knochen. Das ist jetzt schon zu viel. Wie willst du das umrühren? Also komm, hol mal zwei Topf raus, bitte. Boah! Oder ist der größer? Ist nicht größer, gell? Meinst du? Meinst du? Soll probieren? Nein, dann. Muss beide. Ja? Muss beide. Also komm, ja, weil. Hey, wir müssen schon ein bisschen hier rumrühren. Sonst ist da nur Paprika drin, oder was? So. Nee, keine Brühe, wird uns zu würzen. Okay. Ja, wir lassen es mal 2 Minuten kochen, oder? Das müsste ja ein bisschen einkochen, der Scheiße, oder? Das Paprika und so. Ja, willst du nachher in den Töpfen hin und her mischen? Ja, irgendwas muss man machen. Aber ich glaube, der ist doch ein bisschen größer, oder? Du musst halt erst da rein zu kippen. Nein. So, also pass auf. Hebst du mal? Was soll ich hier in den Topf? Den Topf. So, jetzt, oh je. Warte, warte. Ja, mach mal shit, du hast. Ja, der ist für ein bisschen größer, gell? Da muss ich noch nicht mal aus. Der Boden ist natürlich schon da. Was macht der jetzt? Ein bisschen was zurück. Ja, ich glaube nicht, dass es gut ist, was wir jetzt gemacht haben. Ja, wir müssen halt einmal vermischen, dass es fertig ist. Macht das was passiert, jetzt kommt ja noch Flüssigkeit dazu. Genau, jetzt kommt das Lecho dazu, gell? Ne, halt die... Also Knoblauch kommt jetzt dazu. Das Zeug geht halt überall. Ja? Also das war echt, das war schon ein Riesentopf hier. Aber dein Topf war auch ziemlich voll, Danny, habe ich gesehen, bei Discord. Du darfst nicht vergessen, wir haben doppelte Menge. Ja, wir haben doppelte Menge, ja. So, jetzt mache ich immer 3 Knoblauchzehe rein in den anderen Topf auf. Und wenn es dann ein bisschen, das muss ja ein bisschen zusammenkochen, dann kann man wieder alles in einen Topf schmeißen, ne? Was meinst du? Ich denke schon, dass es zusammenkommt. Glaube ich auch. So, also. Das Chaos regiert. Ja, kurz nachher den Boden nicht geputzt, ne? Ah! So, ich glaube, jetzt machen wir in jedes Dingens machen wir einen halben. Lecho rein. Topf war auch voll. Was? Einen halben? Einen ganzen? In jeden Topf. Und da steht 2. Ja, ja, ich habe aber 2. Aber ich glaube, einer reicht, oder? Was meinst du? Danny meint, einer reicht. Ach, Gurken, was brauchen wir noch einen Schluck? Ja, komm, jetzt mal hier. Hast du was an, der schon? Also hier ein bisschen Gurkenwasser, hier ein bisschen Gurkenwasser. So. Wenn keine Kohle ab ist,
Riechen tut's gut. So, also jetzt mache ich hier mal einen halben rein. Und dann gucken wir uns einfach nochmal an. So, pass auf. Ja, jetzt leeren wir nachher alles zusammen. Beide machen. Boah, Alter, dann wird's noch mehr. Ich weiß gar nicht, wer es essen soll. Ja, weiter. War ich voll angebrannt schon. Das sieht aus wie schon mal gut aus, ne? Ja, riecht ganz gut. Boah, schon eingebrannt da unten. Guck mal, was denn? So. Also, jetzt, ich würde sagen, jetzt lass uns einkaufen. Achso, die Dinger müssen auch noch rein, oder? Die müssen auch noch rein. Ja, ja, ein bisschen was schon. Das machen wir nachher eh alles rein, Topf. Da brauchst du ja so einen, wie heißen die Töpfe wieder, die großen, bei der Bundeswehr? Ja, gell, so eine Gulaschkanone. So. Gut, gleich einen Straßenverkauf nachher mit dem Essen machen, oder? Ja, wenn man einen Straßenverkauf. Gläser mit Wasser ausspülen und dann mit in den Topf. Was, Gläser mit Wasser ausspülen? Ach so. Also, du stopperst rein. So. Du willst mal Deckel, oder? Mach einen Deckel drauf, oder? Hast du jetzt was schon reingemacht? Nee. Die Augen, ey. Hä? Komm reichlich Wasser drauf, dass es flüssig wird. Er muss es flüssiger noch sein. Mehr. Noch mehr. Shit. Ja, wir können mehr rein. Das muss praktisch wie Suppe sein, oder so? So wie. Ja, er sagt wie Suppe. Hat er vorhin mal geschrieben. Dazu, ja, okay. Naja, das kocht doch. So, sollen wir noch irgendwas reinmachen zu binden oder sollen wir es jetzt mal so lassen? Zu binden. Erstmal Spaß daran, dass das ein Schuppe wird, dann ist es zu binden. Also, so sieht's aus. Bis jetzt. Gib mal bitte eine Einschätzung. Da brennt dir das nicht in den Augen. Ob man gleich. Ne? Ob man gleich. Kebab. Ich hab Kontaktlinsen drin, tatsächlich. Das ist schon ein riesen Vorteil mit Zwiebelschneiden. Ja, ich habe da immer Kontakt in der Tür. Noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser? Warum? Wir saufen das ja nachher, oder? Das ist echt voll. Noch mehr Wasser. Also machen wir halt einen Schluck rein. So. Und jetzt lassen wir es kochen, oder? Also, jetzt lassen wir es kochen. 20 Minuten, oder? Also, jetzt sieht's. Ja? Jetzt sieht es so aus. Wir wissen aber nicht genau, ob man jetzt alles so 50-50 machen kann, oder? Ja, das muss man nachher untereinander schöpfen. Nachher ein bisschen. Genau, ein bisschen. Ja, also. 70-30 und so. Hast du an, oder? Was? Ist an. Ja. Also, da würde ich sagen. Ich glaube, wir 20-25 Minuten kommen. Ja, das Ding ist super mit viel Einlage. So sieht es echt aus, das Teil. Also, wir sind nach auf jeden Fall mal bei Discord, ja, und geben mal eine Live-Einschätzung, okay? Also wenn ihr Bock habt, kommt in die Lounge und dann probieren wir mal nachher das Teil. Ja, schon ein bisschen Küche-Glas-Schiff und dann. Genau, jetzt machen wir hier schon ein Küche-Glas-Schiff. Ja. Dann haben wir nach dem Essen nicht mehr so viel zu putzen. Genau, wir lassen es jetzt ein bisschen köcheln. Oh Mann, ey. Sag mal, wo sind meine ganze Decke? Ah, hier schon, oder? Also, dann lassen wir jetzt 20-25 Minuten köcheln und dann kommen wir nachher bei Discord live zum ersten Bissen, ne? Und geben gleich mal eine Live-Einschätzung ab von dem Soljanka. Bin echt mal gespannt. Jo, wir essen Soljanka, das erste Mal in unserem Leben. Ja. Ist ein russisches Gericht, haben wir uns sagen lassen. Und, was hältst du davon? Schmeckt ultra gut. Schmeckt geil, gell? Schmeckt echt geil. Also wir haben keine Gewürze drin, die Gewürze kommen natürlich von der Wurst und von dem ganzen Zeugs. Aber echt tipptopp, vielen Dank Danny, war eine super, super Idee. Ne? Ja,